Jetzt wird Herr Semmler noch ein paar Worte zur wirtschaftlichen Bedeutung des Ausbaus Breitband durch die Telekom hier vortragen. Vielen Dank, Herr Dette, verehrte Zuhörer, Frau Freudenmann. Ich habe dieses Thema ja als zuständiger Dezernent in den letzten Monaten, um nicht zu sagen Jahre, begleitet und auch die Perspektive der Nutzer in unserer Stadt spüren dürfen, hier und da. Insbesondere bei denen, Herr Adams hat angesprochen, dass wir Teilbereiche haben, die kleiner als 2 Mbit sind. Und in diesem Zusammenhang kann ich an der Stelle sagen, dass Vermieter, Hauskäufer und auch einzelne Gewerbetreibende den Weg zur Wirtschaftsförderung gesucht haben, um auf dieses Thema zu sensibilisieren. Und es ist tatsächlich so, Herr Dette hat eingangs gesagt, die Anzahl der Medienvertreter macht deutlich, wie wichtig dieses Thema offenkundig ist und wie groß dieser Tag für uns heute ist. Das kann ich durchaus bestätigen. Insbesondere, nehmen wir mal einen Standort in Dubenhofen, gab es bis dato Rückmeldungen. Ich hatte gerade am Dienstagabend eine Veranstaltung, wo jemand sich darüber geäußert hat, 150 bis 340 Kilobit werden da zur Verfügung gestellt. Und das ist dann so, man stellt den Computer an und geht dann erst einen Kaffee kochen. Und wenn der dann fertig ist, dann kommt man zurück. Sicherlich ist das ein Stück weit besonders überzogen und emotionalisiert, macht aber deutlich, wie die Menschen in unserer Stadt mit diesem Medium betroffen sind. Und ich bin sicher, dass mit der Meldung, die wir heute nach draußen geben, die Freude groß sein wird. Und auch der eine oder andere sorgenvolle Blick sich gewiss verändert, insbesondere im Bereich derer, die ihr Brot mit dem Internet verdienen oder zumindest entscheidend dieses mit brauchen. Wir erinnern uns an eine Veranstaltung, ist noch nicht so lange her, als es um die Erinnerung an die erste Bahnlinie ging, welche Bedeutung Infrastruktur für eine Region oder speziell auch für eine Stadt hat. Und insoweit glaube ich, wirklich sagen zu dürfen, dass wir nachhaltig froh sind, auch die Zahlen, die Sie angesprochen haben, am Ende, sprich die 40 bzw. 50 Mbit und mehr, in Aussicht gestellt zu bekommen haben und zu erreichen, dass das wirklich ein Quantensprung ist für uns und insbesondere für die Welt derer, die damit ihr Brot verdienen. Ich will nochmal ganz besonders auch den Fokus darauf legen, dass das Update bzw. das Uploaden ein ganz wichtiges Thema ist für Betriebe, die nicht nur Pläne als Planungsfirmen hin und her senden, sondern auch unsere Produktionsstätten. Denn auch dort, das haben wir als normale Bürger nicht unbedingt so auf dem Fokus, geht es genau um solche Daten, wenn mit weltweit kommuniziert wird. Die Champions, die wir hier haben, brauchen tatsächlich schnelle Autobahnen, um das Wort mal zu nehmen. Und insoweit auch meinerseits bin ich froh, auf jetzt einer anderen Ebene im Kontakt mit den Nutzern da draußen sein zu dürfen und damit eine wirklich mal sehr frohe Botschaft abzusenden und weiterzutragen. Ich möchte als Baudezernent auf eins speziell nochmal hinweisen, und zwar, Herr Adams hat es angesprochen, es geht hier um Abstimmungen und Kooperation zwischen Telekom und Stadt, und es geht um 25 Kilometer Tiefbau, die von Telekom-Seite umgesetzt werden.
das berührt speziell das Tiefbauamt im Besonderen. Die Abstimmungen tun sich nicht von alleine, und dass die Priorität tatsächlich beim Breitband liegen wird im kommenden Jahr und quasi jetzt schon angefangen, glaube ich, das versteht sich von selbst, und insoweit wird das auch tatsächlich das Thema sein, was an erster Priorität im kommenden Jahr abzuarbeiten sein wird. Das ist nicht das Einzige, was wir im Tiefbauamt abarbeiten werden, aber die Priorität ist eindeutig gesetzt. Da sind wir uns auch im Kreis der Kollegen einig, um das auch an dieser Stelle nochmal erwähnt zu haben. In der Gesamtschau kann ich nur uns allen gratulieren und insbesondere in Richtung Telekom ein herzliches Dankeschön sagen für diese Präsentation, dieses Ergebnis, was miteinander errungen wurde, und insbesondere auch nochmal erwähnen, dass der Ausbau sich auf das gesamte Stadtgebiet bezieht, auch wenn Vorwahlen nicht alle die Wetzlarer sind. Also ich will das nochmal ganz besonders erwähnen. Es berührt wirklich in gleicher Weise jeden Stadtteil, unabhängig von den Vorwahlen, damit das nicht fehlinterpretiert wird bei dem einen oder anderen. Das könnte mir vorstellen, dass das so sein könnte aus den Gesprächen, die ich mit Einzelnen und auch mit Interessenvertretern bisher geführt habe. Wenn da nämlich Stadtgebiet gesagt wird und man wohnt in einem Stadtteil, der eine andere Orts- oder Vorwahl hat, dann wird das schon mal auch missinterpretiert. Das ist mir nochmal wichtig, auch ganz besonders an dieser Stelle zu erwähnen. Vielen Dank, Herr Semmler. Ich möchte noch mal ganz kurz transparent machen, wie die Kooperation sich darstellt. Wir haben seit Monaten Gespräche geführt, wo wir die gegenseitigen Interessen abgeglichen haben. Unser Interesse war es als Stadt Wetzlar, vollständig alle Stadtteile, einschließlich aller Stadtteile, diesen Ausbau zu bekommen. Telekom hat das sehr genau geprüft und hat dann auch unter Berücksichtigung, Sie haben das erwähnt, der vorhandenen Infrastruktur und der Möglichkeit, Leerrohre zu nutzen, seien es eigene Infrastruktur der Telekom, die schon vorhanden ist, oder aber Infrastruktur, die die Stadt Wetzlar als Leerrohre zur Verfügung stellen kann, dann entschieden, hier das gesamte Stadtgebiet anzugehen. Das war ein sehr positiver Diskussions- und Gestaltungsprozess. Und wir werden natürlich planerisch durch begleitende Maßnahmen des Tiefbauamtes diese umfangreichen Investitionen unterstützen und sie so darin befördern, dass tatsächlich bis zum Frühjahr 2015 dann der flächendeckende Ausbau gewährleistet werden kann. Ich will nochmal deutlich machen, außer der logistischen Unterstützung und der Zurverfügungstellung von Leerrohren ist es nicht so, dass die Stadt Wetzlar sich finanziell an diesem Ausbau beteiligt. Das ist eine eigenständige Investition der Telekom. Anders als in manchen ländlichen Bereichen, wo ein Investitionszuschuss gewährt wird, der wird also hier nicht gewährt. Das ist natürlich hilfreich für die Stadt, sage ich. Und auf der anderen Seite erwartet die Telekom natürlich im Rahmen ihres Geschäftsmodells dann auch, dass sich das irgendwann rentiert. Und ich denke, das wird auch so sein. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass mit diesem Ausbau auch die Möglichkeit mit besteht, dass natürlich in die Fläche hinein, auch über Wetzlar hinaus, in Teilbereichen schon investiert worden ist und investiert wird. Also die Telekom wird sich jetzt nicht allein auf die Stadt Wetzlar beschränken in ihrem Engagement im Land-Dill-Kreis, aber die weiteren Details, das obliegt dann anderen Gesprächen und wird unmittelbar durch die Telekom zu entscheiden sein. Ja, das vielleicht zu Ihrer Information. Fragen? Frau Freudenmann. Wann rollen denn konkret die ersten Räder? Jetzt schaue ich mal zu meiner Mannschaft rüber. Was sind die durchschnittlichen Erfahrungen, die wir kennen, um hier die Planungen, die Abstimmung mit dem Bauamt, das ist ja ein gemeinsames Zeitfenster, was wir hier gerade diskutieren. Der Herr Semmler sagt ja, er hat die Arbeitsleistung mit auf den Tisch legen.
Also zu Ihrer Rechten, um darauf einzugehen, sitzt auf der einen Seite der Leiter der örtlichen Produktion, der Herr Ortwig von Ihnen, direkt neben Ihnen, Ortmann. Und einmal Ortmann aus seinem Team, noch der Herr Weski, ein schwieriger Name für mich immer über meine Zungen. Das sind die, die die Produktionen hier umsetzen werden, steuern werden. Also, ich frage mal an die beiden Partner. Danke, Herr Adams. Wenn wir, wir haben schon einige Planungen ja im Vorfeld mit Ihnen abstimmen können. Das könnte bedeuten, wenn die Witterung noch günstig gelegen ist, dass wir die ersten Gehäuse noch in diesem Jahr in Wetzlar sehen. Der Prozess ist eben so, die Gehäuse werden gestellt, dann werden die Tiefbaumaßnahmen, die Rasen gebaut. Deswegen zieht sich das über einen längeren Zeitraum, wie es der Herr Adams vorgestellt hat. Wir versuchen natürlich alle möglichen Lücken in der Witterung auszunutzen und der Großteil der Baumaßnahmen wird natürlich dann erst im Frühjahr nach dem Winter durchgeführt. Aber falls es jetzt im Herbst noch möglich ist, wird das ein oder andere Gehäuse schon zu finden sein. Das ist der springende Punkt, ob wir vor dem Winter loslegen oder nach dem Winter. Also wenn uns der Winter erwischt, noch während der Planungsarbeit, dann ist Winter Stillstand. Also sichtbarer Stillstand. Genau. Für uns nicht, wir arbeiten durch, aber der tiefbaumäßige Stillstand ist dann da. Letzter Winter war hart. Ich war selber am 6. Dezember hier mit dem Team auf dem Weihnachtsmarkt in Wetzlar. Und 6. Dezember ist ja eigentlich, denkt man doch, da kann man da arbeiten. Da war so tiefer Frost. Wir haben eine schöne Stadtrundführung gemacht und waren froh, dass der Kollege dann etwas zum Aufwärmen dabei hatte. Also es kommt immer darauf an, wie die Witterungsverhältnisse sind. Entscheidend ist mir nochmal auf Folgendes hinzuweisen. Also gleich, wo ein Bagger rollt und wo ein Gehäuse gestellt wird. Es wird alles geschlossen erst im März 2015, wenn ich das richtig verstanden habe, ans Netz gehen. Also es gibt hier keinen Vor- oder Nachzug für irgendeine Straße oder Stadtteil im Gebiet oder sonst was. Sie werden alle geschlossen. Erst wenn die letzten Arbeiten vorbei sind, so wie Herr Adams das vorhin bei seinen Ausführungen ja schon gesagt hat, ich wollte noch mal besonders den Fokus darauf legen, dass das jeder auch so verstanden hat, es wird geschlossen ans Netz gehen. Diese Erhöhung der Kapazität. Also so übrig auch die Frage dann, wo Sie beginnen, weil... Genau. Ja, wir beginnen also wirklich so, wie der Herr Sender sagt, das hängt mit der mit dem Produktionsprozess zusammen. Planung, dann bauen wir. Bauen verstehen wir die Trasse darunter. Mit einer Trasse alleine können Sie keine Produkte vermarkten. Dann bringen wir die aktive Netzebene gleichermaßen in der Stadt hoch. Und die Netzebene schließt ja in unserem Vermittlungsstellenbereich ab. Das ist dann der zentrale Punkt schlechthin. Und dadurch geht die ganze Außentechnologie in Betrieb. Und dann geht auch in allen Vertriebskanälen gleichzeitig der Vertrieb entsprechend. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir in Teilbereichen, ich sag mal, 2 Mbit mit haben und dann auf 50 Mbit mitgehen, dann ist das also schon ein Quantensprung mit. Und mit Vectoring teilweise deutlich höher. Sehr viel höher, Data, ja. Also Sie haben zumindest das Glück, dass Sie keine Diskussionen führen brauchen, wer ist der Erste und wer ist der Letzte. Wenn Sie einen größeren Flächenbereich bedienen, dann kann das sehr wohl in Sequenzen passieren. Aber in so einer Struktur, die wir hier in der Stadt haben, das ist für uns eine Infrastruktur, ziehen wir das eben mit diesen Schrittfolgen entsprechend, bauen wir das aus. Ein weiteres Thema, wo ich noch mal vielleicht auch kurz darauf hinweisen möchte, das ist die Infrastruktur, die sichtbar in der Stadt entstehen wird. Zwar niemanden wirklich berührt, außer optisch. Das ist nämlich das Thema der Verteilerkisten, die quasi zusätzlich gesetzt werden zu den vorhandenen. Das ist einfach nur also als Information dazu. Das heißt, es werden etwas mehr Kästen zu sehen sein in der Stadt als in der Vergangenheit. Ich verkürze das jetzt, weil die Infrastruktur umfassender ist. Das heißt, die vorhandenen vergrößern sich jetzt, die Standorte. Das ist, ich glaube, sogar die treffendere Beschreibung. Wir werden nicht neue noch daneben stellen, sondern der vorhandene Kabelverzweiger, der heute nur die Größe hat, um die passive Technik zu schließen, der braucht Platz, um die aktive Technik noch aufzunehmen und wir überbauen, sagen dazu, das Gehäuse mit einem neueren Gehäuse, was etwas größer ist, damit die aktive Technik und die alte passive darin Platz findet.
übliche Tiefbaumaßnahmen. Das heißt, im Wesentlichen wird sich das ja auch im Bereich der Gehwege vollziehen, weil dort die Kästen sind und die Leitungswege sich vollziehen. Wir werden natürlich prüfen, stadtintern, wenn jetzt Gehwege aufgerissen werden, ob wir dann zusätzlich, wo das erforderlich ist, auch eine Gehwegsanierung dann gleich mit einbinden. Das heißt, die Stadt wird also punktuell auch eigenes Geld in die Hand nehmen, weil das Synergieeffekte dann mit betrifft. Wenn sowieso die Hälfte des Gehweges aufgerissen, neu gemacht werden muss, dann würden wir uns gegebenenfalls dort anschließen, wo sich das anbietet. Das würde aber dann über städtische Haushaltsmittel abzudecken sein. Hier werden wir uns abstimmen mit der Telekom. Genau. Die Tatsache, dass so viele Leerrohre vorhanden waren, hat Ihre Entscheidung erleichtert? Also die Entscheidung, dass wir in Bereichen eigeninvestiv ausbauen oder auch nicht, das hängt einfach mit dem, das sind viele Kriterien. Sie müssen sich vorstellen, wir haben eine hohe Investition zu tragen. Für diese Menge an Haushalten in Deutschland, 24 Millionen, investieren wir 6 Milliarden Euro. Dafür brauchen Sie eine erste schon mal Wette auf die Zukunft, wie viel Auslastung bekommen Sie auf diese Anlage. Das heißt, letztendlich ein wesentlicher Punkt ist auch immer die Besiedlungsstruktur. Je dichter sie ist, desto schneller können wir diese Investition auch wieder refinanzieren. Dann kommen weitere Kriterien dazu. Das ist natürlich, wie viel Infrastruktur besitzen wir schon in so einem Bereich, den wir ausbauen. Wie sieht der Marktbedarf aus? Was kennen wir heute von Ihren Bürgerinnen und Bürgern, was sie so an Durst und Bedürfnis haben an unseren Produkten? Wie sieht der Wettbewerb in dieser Region aus? Also das Kochrezept, wann wir wo genau ausbauen, ist aus vielen Kriterien letztendlich zusammengesetzt. Aber hier darf ich sagen, freue ich mich sehr, dass wir hier in Partnerschaft mit der Stadt Wetzlar dieses jetzt auch umsetzen können. Können Sie denn sagen, insgesamt wie viele Kommunen im Landkreis davon profitieren haben von dem Ausbau? Also über den Landkreis sprechen wir ja heute nicht. Heute ist ja das, was wir besprechen, ist ja die Stadt Wetzlar. Landkreis würde ich heute nicht so mich äußern wollen, weil wir da im laufenden Gesprächen sind zu einem zukünftigen Projekt, was sogar noch den Wettbewerb durchlaufen wird. Und deshalb möchte ich da heute nicht drauf antworten. Bitte. Also da in Anfolge Stadt Gießen würden Sie jetzt auch nicht sagen, wie das in Gießen aussieht? Nein, also ich werbe da um Verständnis. Ja. Wir haben gerade im ganz Land Hessen, ich sag mal, Breitbandbedarf ist ja nicht ein Thema der Stadt Wetzlar. Sie können sich vorstellen, es ist ein deutschlandweites Thema. Ich muss da auch mal sagen, ich mache es nicht nur für Norddeutschland, sonst schimpft ja die Süddeutschen. Okay. Ich mache das für ganz Deutschland. Nein, das ist ein Thema bundesweit. Und das Erste, was man mich ja immer fragt, du hast gerade von 24 Millionen Haushalten gesprochen. Kann ich mal deine Straßenlisten haben, wo sind die denn? Und da müssen Sie einfach Verständnis haben, wir planen diese Programme im Jahresschein. Und das Jahr 2013 ist kein Geheimnis, das wird schon gebaut. Da sind wir draußen schon bei der Ebene der aktiven Technik angekommen. Die Stadt Wetzlar gehört für unser Programm zum 2014er Programm, sagen wir dazu. Und wir planen das immer so circa 12 Monate bevor, dass wir beginnen. Das geht erst auf den Planungstechnik los. Dann gehen wir sogar hin und machen eine Feinplanung mit Überprüfungen von vor Ort, ob die Annahmen alle stimmig sind. Und dann gehen wir zu den Städten und reden, wie können wir gemeinsam das so gestalten, dass sich alle drin wohlfühlen. Deshalb kann ich zum Beispiel 15 und 16 heute Ihnen, ich habe die Liste, aber das wäre ein Erwartungsmanagement, was ich betreiben würde, das wäre nicht schön, wenn da nochmal was sich verändert. Also haben Sie da ein Stück weit noch Geduld. Und wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Gespräche gerade aktuell, wo Sie nachfragen, wo es sich um laufende Projekte handelt, die gerade in dem Status sind, sich mit dem Breitbandausbau zu befassen, vor einer Ausschreibung stehen. Und da sind wir mitten im Wettbewerb und in Gesprächen mit dem Auftraggeber. Da bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich da keine Informationen darüber habe. Ich wollte aber die Frage jetzt auch, weil die auch für Jugendliche die Sache machen, die sind ja immer ganz scharf auf Hotspots. Die wandern ja auch teilweise mit ihrem Handy dort, wo es dann gratis Hotspots gibt. Wird das auch ausgebaut? Hat das damit zu tun? Wird das sich verbessern? Also ich weiß jetzt zum Beispiel in der Bahnhofstraße gibt es einen Telekom-Hotspot, aber nicht überall. Hat das damit zu tun, dass man dann auch die Verbindung zum Funk verbessert? Also wir haben ein neues Produkt am Markt. Das ist WLAN to go. Wenn Sie unserer Community beitreten, Sie müssen einen Telekom-Anschluss, Sie müssen Telekom-Kunde sein, und wenn Sie dann einer Community beitreten, dann haben Sie WLAN to go. Das heißt, was Sie dann machen ist,
Sie haben dann einen Speedport zu Hause bei sich am Festnetz, den Sie selbst nutzen, so wie Sie es gewohnt sind, mit voller Kapazität, mit voller Privatsphäre. Wenn Sie ihn gerade nicht nutzen, steht dieser Speedport jedem, der an Ihrem Haus vorbeikommt, zur freien Nutzung zur Verfügung. Dieses Netz baut sich gerade bei der Telekom auf. Das machen wir nicht selbstständig. Wir haben da mit einem Partner zusammen, der von diesen Punkten weltweit 42 Millionen Punkte im Netz hat. Wir rechnen mit 2,5 Punkten in Deutschland, die wir gerade hier entsprechend aufbauen. Also die jungen Leute, die dann an meinem Haus vorbeikommen, die werden dann entsprechend sich wohlfühlen und an meinem Router surfen können. Ist aber, um offen zu sprechen, in unserer Erfahrung nicht wirklich das, was so in Mengen passiert. Wir wissen, wenn wir solche Hotspots haben, wenn sie geöffnet werden, dann ist die Neugierde groß. Aber die heutigen auch Flat-Verträge, die die jungen Menschen haben, die bleiben dann oftmals doch wieder in ihrem Mobilfunknetz und machen heute mit LTE und diesen Geschwindigkeiten weiter. Aber wir machen es trotzdem und haben diese Möglichkeiten allen Nutzern zu bieten. Ja. Weitere Fragen Ihrerseits? Noch eine andere Frage, dieses neue Netz wird dann auch von anderen genutzt, wahrscheinlich von anderen Anbietern, zum Beispiel Union Media oder so. Also unser Netz ist schon immer, seitdem es der Markt reguliert wurde, sind wir derjenige, der reguliert ist. Wir sind durchtrainiert, dass wir diskriminierungsfrei sind. Unsere Netze sind immer für alle unserer Wettbewerber zugänglich. Also über unsere Netze kann jegliche Art von Wettbewerb seine Produkte formaten. Unity Media würde ich jetzt mal als Sonderwettbewerber sehen. Die Kabelnetzbieter haben eine ganz andere Technologie, die mit unseren Netzen nicht korrespondieren. Die Kabelnetzanbieter nehmen andere Vorleistungen von uns. Die nehmen von uns Glasfasernetze, aber sie schalten sich nicht so auf unsere Netze auf wie alle anderen Telekommunikationsanbieter, die sie ansonsten so kennen.